Servus, Buros, Grande! Ja, bei Kies und Kreis im Garten, ja, da war heute was los. All die Menschen sind geschrumpft, doch ihre Schniedel blieben groß. Ja, die Ameisen, die staunten und die Zecken waren empört, weil sie ein riesenschlaffer Ding-Dong beim Höhlenbauen stört. Ja, Kies und Kreis. Good morning, Brook Hollow. Today is October 20, 1990. This is your news. We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing. They were last seen earlier this week, and the only connection between the teenagers is that they are all students at Brook Hollow High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police department. The mayor of Brook Hollow has put a curfew into effect for anyone under 18 starting tonight. Now to other news. In the business world, prominent practical technology signs a few deals with. Looks like you really stepped in it this time. Just where in the world are you? Hoops! What are you doing here? No idea, Pete. And where is here anyway? Oh Gott, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich bei Kreis Industries so eine neue Limo getestet habe. Und was ist dann passiert? Ich weiß auch nicht. Oh, du hast die Limo auch gezogen? Ja, sie schmeckte so lecker nach Schnodderbeeren. Aber du bist doch Produktleiter. Wie kannst du dein eigenes Gesöff trinken, wenn du weißt, dass sowas passieren kann? Ich bin nur die Tochter vom CEO. Du bist ein Mädchen? Du siehst zwar aus wie ein Mädchen, aber du klingst wie ein verbrauchter alter Mann. Früher war ich Trucker. Was ist das? Ist das die Vollversion vom Release? VIP-Zugang? Was? VIP-Zugang? Vollversion? Intro? Das ist neu, der Rest ist bleibt gleich. Ja, aber es hat jetzt ja viel mehr Story und so. Wir sind auch nur rangekommen, weil du eben Bill Gates ganz gut kennst. Ne? Ja, klar. Muss man fairerweise sagen. Dann habe ich seine Brussels Sprouts, habe ich dem besorgt. Lass ihm sein. It sounds like a radio signal. It must be being transmitted from nearby. Ich bin auf dem größten Baseball der Welt. Du hast Saft entdeckt? Ich habe Saft entdeckt, ja. Bill Gates alten Saft hast du entdeckt. Oh, ich habe aber auch alles verlernt, ne? Muss ich fairerweise sagen. Ich box den Käfer, Junge. Ja, müssen wir uns nicht irgendwie da was zusammenbasteln? Jetzt habe ich erstmal einen Käfer geboxt. Schön Brussels Sprouten. Schön Rüsselkäferfleisch mitgenommen. Mal gucken, da brauchst du hier so einen Kieselstock und ein bisschen Fasern und einen Stein. Wow, da kannst du analysieren. Am ASL, du. Komm, ich analysiere mal hier ein bisschen was. Ich pure Wissenschaft. Das ist pure Wissenschaft. Das ist Science. Guck mal hier, mein Hirnschmalz wurde erweitert. Oh, nehmen wir noch den Stein.
Ah, eine Kieselachse. Siehst du, und schon haben wir all die wissenswerten Dinge, die wir benötigen, um Wissenschaftskram zu machen. Und mit unserer letzten Ladung erforschen wir noch hier so eine Holzlatte. Herstellen. Grobes Seil kann ich herstellen, Pflanzenbrei. Wie ging denn nochmal herstellen? Eine Axt, da brauche ich 3 Sprösslinge, ein grobes Seil. Auf Tab. Ah ja, da oben, stimmt. Ein grobes Seil. Ja, muss ich erstmal ein bisschen was sammeln. Hier so Fasern und Brussels. Sprösslinge. Brazilian Brussels brauchst du natürlich, ist wichtig. Brazilian Brussels? Haben wir noch Sprösslinge irgendwo? Gibt sich mir hier erstmal was zusammen? Ich hab hier was. Aber ich stelle mir erstmal so ein Seil her. Ich brauche hier von den Latex hier, von denen hier brauche ich noch. Ich brauche einen Stein. Ja, hier, das sind die hier. Die Kiesel liegen überall rum. Okay, jetzt habe ich hier so eine Axt. Ja. Agukedo. Agukedo, mit der Axt kannst du dann schon mal anfangen hier. Ja, aber wo gehen wir hin? Was ist unsere Heimat? Hier. Ja, die brauchen wir noch nicht, die trockenen. Wir brauchen erstmal die harten. Doch, die trockenen brauchen wir bestimmt auch schon. Ey, die sind ja später wichtig, die waren... Aber guck mal, wir sollten jetzt hier nichts abhacken, sondern wir sollten uns erstmal so ein bisschen... Ja, das ist wie beim letzten Mal dann hier, erstmal gucken. Ja, aber wo bauen wir diesmal unsere Basis hin? Ja, guck mal, das Ding konnten wir aber beim letzten Mal, glaube ich, nicht reparieren, ne? Ja, doch, klar. Wow! Haben wir das schon reparieren können? Ja, ja, also da habe ich auf jeden Fall schon mal was dran rumrepariert. Ja, aber noch nicht vollständig. Nee, der eine Laser ging, der andere ist hier, da musst du das hier weghacken. Ja, musst du das hier weghacken, genau. Boah, Alter. Ja, und die waren wichtig. Die musst du schleppen und wenn du eine Ameisenausrüstung hattest, konntest du, glaube ich, mehr schleppen, ne? Und von dem anderen Laser, da können wir auch schon hingehen, da sind so Viecher an dem Kabel, die wir kaputt kloppen müssen. Stimmt, hier diese komischen Zecken oder was es da war. Ja, diese rot. Und du Dinge. Warst doch so ein Marienkäferfreund, ne? Du hast immer gesagt. Alter, die werde ich richtig vernichten diesmal. Die werden. Du hast aber gesagt, das waren deine Freunde. Das sind immer große Vernichtung. Ich finde Wasser. Wir brauchen auch Wasser, ne? So, wo ist denn das Kabel hier? Da, guck mal, da, wie die da dran rumkauen, die Drecksäcke. Aua, die alte Surge. Der beißt hier, der Surgen-Captain. Denk mal so ein bisschen ekliges Wasser. Das war gut. Ich habe zwar Durchfall, aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Hier die Milbe, Junge. Guck mal, die auch looten, ja, ne? Da konnte man irgendwie so einen schönen Milbenpilz. Einen schönen Milbenpilz konnte man sich da ranreiben an die wichtigen Flaum. Stellen. Ah, siehst du? Boah, da ist ganz schön dunkel drin. Das ist aber dunkel. Können wir irgendwie eine Fackel bauen? Stell dir mal eine Fackel. Könnten wir, ich glaube mit dem... Das ist extrem dunkel. Da müssen wir jetzt reingehen. Guck mal hier braucht man so einen Zip. So einen Zip-Harz. Müssen wir aber, glaube ich, auch erst erforschen, ne, die Fackel. Ah ne, es geht. Okay, ich kann eine Fackel bauen gleich. Warte. Mach uns eine. Oh, ich brauche noch ein bisschen was von dem trockenen Zeug. Hast du davon noch was? Wie, von was von dem trockenen? Ja. Aber hier sind ja Pilze. Wieso brauche ich die denn? Essen. Ein Rüsselkäfer. Pilze waren doch auch was zu essen. Faserverband, grobes Seil, Fackel. Oh, da brauchst du aber viel hier, für. Choke it down, siehst du? Ach, du wirst von hinten von der Milbe gesnackt. Was? Hat das Leben gerettet, boah. Hier, warte mal, trockenes Gras brauche ich. Genau die hier. Trockenen oder feuchten? Ja, da kommt eine Ameise und ich glaube, die will Stress. Hey, nee, Ameisen sind unsere Kumpels. Ja, das denkst du wohl. Die sind nett. Eigentlich sind die nett. Sind die auch nett? Also bis wir sie angreifen. Hat deine Mom gestern zu mir auch gesagt, als ich meinen Rüsselkäfer rausgeholt habe. So, ich habe eine Fackel. Können rein. Okay. Wo ist die Höhle? Du hast die Fackel. Ja, die Höhle war irgendwo da hinten. Ja. Kommen Sie ran, Mann. Ich komme ran. Da hinten ist Höhle. Ihr müsst aber auch von den Fasern und dem Zeug musst du richtig sammeln, ne? Ja, klar, das war richtig loot. Da brauchst du richtig die Taschen voll. Du brauchst richtig. Ja, den Sprussel musst du voll haben. Den Sprussel. Kann sich sprouten. Sprout man nicht am Sprussel hier. So. Oder? Waren aber das alle? Brauchen wir da nicht auch noch irgendwie so einen Hammer oder sowas da unten? Ich glaube, wir können es erst später alles so richtig bearbeiten. Weiß es nicht. Guck mal, das sind irgendwelche Schleimpilze. Das sind blöde Milben.
Wir müssen die hier vom Kabel wegbekommen. Ja, guck, sind, hier, waren das hier alle? Brauchen wir einen Hammer. Oh nee, da brauchen wir Sprenge. Benötigt ein Brechwerkzeug. Wie baut man denn so ein Brechwerkzeug? Ja, aber ich kann einen Stachelsprossing, aber ist ja kein... Nee, wir brauchen so einen richtigen Hammer, du. Ja, dafür müssen wir wahrscheinlich forschen gehen, ne? Ja, deswegen müssen wir jetzt irgendwo einen kleinen Unterschlupf hochziehen. Und mit dem Hammer... Aber woraus baut man denn einen Hammer? Was brauchte man da für Sachen? Vielleicht eine Nuss oder sowas. Untersuche die Maschine weiter, steht jetzt bei mir. Ja, einen Laser haben wir jetzt hingebogen. Wo machen wir denn ein Haus? Was ist denn ein guter Ort? Ich weiß es nicht, aber guck mal, der zeigt jetzt an, ich mein, wir sollen zur Maschine. Ich meine, wir haben immer da hinten einen sexy Ort. Weil es wird ja bald dunkel und wir müssen aber doch, dann guck mal, schützen. Der Laser leuchtet jetzt schon. War es das schon? Der Laser leuchtet doch jetzt. Der andere leuchtet auch. Hey, warte. Wow! Wow! Warum haben die überhaupt Laser in ihrem Garten? Biene! Oh. Alter, da hinten ist irgend so ein komisches Monster-Festungsding. Siehst du das? Ja, irgend so ein Pavillon-Ding. Pavia-Pavillon. Eine Pavian-Pavillon. Untersuche die Explosion an der Eiche. Ja, deswegen haben wir auch am besten Stützpunkt an der Eichel-Eiche. Und beim alten Eichlinger. Der Eichlinger. Aber ich muss mal hier... Auch langsam so ein vitalisierendes Getränk, ne? Ja. Ich muss hier... Warte mal, Pilze muss ich essen. Wie kann ich denn essen? Guck mal, hier kannst du einen... Guck mal, hier schnell. Hol dir noch so einen... Oh, ein Pancho. So einen schönen Pancho. Ein schönes Schlückchen Pancho getrunken. Ja, würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder zur alten Oak. Aber er hat auch gesagt, ich soll einen Faserverband herstellen. Da brauche ich Saft für. Was denn ich Saft? Saft? Safttropfen brauche ich. Was ist das denn hier? Hier ist so eine Wurzelhöhle. Oh, da ist ein Ameisen drin. Hey, a common example of the Formicidae family. Ärger nicht die Ameisen, ne? Ist gefährlich. Ich gehe jetzt erstmal. Ne, eine Eichel musstest du auch knacken, ne? Eichel musste mit einem Hammer knacken, glaube ich. Ich brauche hier ja so Safttröpfchen. Wo gibt's die denn? Sind die normalerweise an Stöcken? Ach ja, so Tau. Nee, Tau oder war das nicht? Oh, da oben. Ich habe Saft gefunden. Ich gehe mal da hoch. Ich glaube, hier im Baum, da wohnt eine fiese Tarantel oder sowas, ja, ne? Ja, da darfst du nicht rein. Ja, da wohnt eine fiese Tarantula. Tarantula. Aber wir könnten wieder da bauen, wo wir das letzte Mal gebaut haben. Weil da hat man halt... Alter... Weil da hat man halt alles, ne? Da war dieser Teich, wo wir rein müssen, nicht weit. Dann war da hinten ja von diesem Forschungsjockel, weißt du noch, diesen komischen Roboter, der uns irgendwie immer Süßigkeiten geben wollte und das passieren wollte. Ja, genau, der. Der Wissenschaftsroboter. Vasage, oder wie der hieß. Vasage. Mein Name ist Vasage. Ah, guck mal hier. Ja, wir haben hier bei diesem rostigen Nagel gebaut. Hier so hoch. Oben auf dem Zaun drauf. Oben auf dem rostigen Nagel, du. Die Gaststätte zum Rostnagel, du. Die Gaststätte zum alten Rostnagel. So, schöne Faserverbände hergestellt erstmal. Ich brauche auch irgendwas zum Snacken. Spießgrill, Wegmarkierung. Sag mal, ich brauche einen Spießgrill. Den mache ich jetzt uns mal. Ah, haben wir ein Püriergerät? Ne, haben wir nicht, ne? Gut, ich würde... Kann man echt was pürieren? Ja, klar. Finde Wasser. Ich habe halt noch kein Wasser gefunden. Ja, sauber, vielleicht der Teich? Ne, oder musste man das nicht abkochen? Teichwasser? Ne, man musste da, wo die Grashalme sind... Stimmt, da wo die Grashalme sind, ist Tau. Ich guck mal, ob hier in der Dose noch was ist. In der Dose ist was, aber das ist ja wieder nur Limo. Aber hab ich jetzt auch mal gelassen, den Tropfen, weil ich bin ja nicht durstig, der verschwindet nicht. Ja, jetzt hast du den Sodatropfen gesoffen, ne? Ja, ist ja egal. Ja, der kommt ja nicht mehr wieder. Ja, ich muss halt überleben.
Wasser kriegst du doch hier an den grünen Gräsern. Du warst doch schon, du hast doch auch die Limo gesoffen. Ich bin ja immer noch. Hier, ich habe Wasser gefunden, zack. Ja, hier ist auch was. Aber ich hab Hunger. Klöppelt man einmal dagegen? Ah, er musste Pilze oder so sammeln. Nee, ich mach jetzt erstmal einen Grill. Ich habe hier schon so viele Viecher getötet. Ein Grill, na klar. Ich quatsch mir jetzt erstmal schön einen Grill zusammen. Hallo, Ameise. Unser alter Spot ist halt echt geil, weil hier super viele Ressourcen sind. Oder wir bauen uns was auf dem Teich wieder drauf. Haben wir das nicht auch gemacht? Sind wir da nicht umgezogen? Stimmt, wir sind dann rüber auf den Teich gezogen irgendwie. Das ist doch wieder auf dem Teich leben. Das hat irgendwie Stil. Wir sind so im Hausboot. Leben auf dem Teich. Hast du Steine? Hier sind irgendwie Steine voll selten. 5 Stück habe ich ja. Ich bräuchte 4. Ich guck gerade nochmal hier in der Ecke. Da würde ich uns direkt mal hier so einen alten Grill hinpflanzen. Dass wir uns halt richtig schön essen machen können. Aber hier sind irgendwie keine Steine in dieser Area. Ah doch, hier liegt doch Zeug rum. Du bist da oben schon an der Spinnenarena. Du musst hier runterkommen. Hier liegt Zeug, ich habe 8 Steine. Oder wer ist einfach den Fliegenpilz? Bist denn du? Treffen wir uns bei dem See? Ja, ich bin hier. Du siehst mich doch. Ja, ich sehe dich jetzt. Ja, davor habe ich dich nicht gesehen. Du siehst mich doch. Gib mir mal die Steine bitte. 4. 4 Stück. Warte mal. Karte Status Inventar. Wie kann ich denn Kiesel? Ich glaube einfach wegwerfen. Stapel, was, warte mal, oh. So, oder? Ja. Weil da hinten war ja auch dann diese Area, wo der Roboter ist. Ja, Hausboot ist geil. So, mache ich uns jetzt hier mal ein Lagerfeuerchen. Wie mache ich das jetzt zurück? Ah. Dann jetzt bauen. Achso, mit ESO, ja. Kann auch Zeug reinmachen. Warte. Wie viele gehen daran? 3. So, und jetzt wird es halt schon cross, ne? Jetzt wird es cross und dann, ja. Und dann hungern wir nicht mehr. Dann müssen wir runter zum Robotermann. Genau, da hinten, wo es hier so die fantastisch... Biene da oben rumbimmelt, ey. Die hat ja so richtig mit ihrem... Ja, guck mal, da hinten, den gab's aber da schon. Hoch, aber da, ja, schau dir mal die Festung da hinten an, die gab's garantiert noch nicht. Links das, hinten rechts das gab's schon da im Teil. Ja, ja, aber das war ja noch auch nicht wirklich mit Inhalt. Und das gab's nicht, das rechte da, dieser komische Eimer, dieser Goblin-Eimer gab's nicht. Nee, stimmt. Den kann ich mich nicht erinnern. Nee, den Goblin-Eimer gab's noch nicht. Goblin-Eimer. Der Gobo-Eimer. Meister Gobo nix. So, ist das schon durch? Nee, ne? Ich weiß nicht. Das heißt Rüsselkäfer braten. Mama, ich nehme mal eins. Guck's mir an. Doch, das kann man essen. Yum. Wenn du noch welche hast, dann häng dran, ne? Spießgrill. Das kann ich dranhängen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Robo. Weil am Anfang müssen wir erstmal so ein bisschen straight Lösterie. Ja, ja. Über den Wolken. Oh, ah, hinten sind Teile. Hier ist Goo. Pinker Goo. Bist du schon drin? Purple Goo. Okay. Nee. Erkunde das Labor. Wow. Wir waren ja dann relativ fix an dem Punkt, wo nichts mehr ging, ne? Naja, wir haben dann dieses Unterwasserlabor und alles noch gehabt. Daran kann ich mich noch erinnern. Ach, guck mal, hier kann man forschen. Ich forsche mal. Immer alles forschen. So, Science! Aufgelevelt. Für was war das Leveln denn nochmal gut? Ach, da kriegt man neue Rezepte. Jetzt hier, Kieselhammer. Ja, geil. Ich erforsche mal den Beidel. Du brauchst halt mehr Kiesel dann, ne? Alter, kannst du einen Milbenhut machen? Der Rohstoffsucher. Warte mal, ich habe hier noch was zu erforschen. Das gute alte Seil.
Alter, da, Bogen. Die Teichkamera. Jemand beobachtet uns. Der Teichcam? Ja. Guck mal hier. Ah, okay, das ist neu. Das sieht auch alles ein bisschen hübscher aus. Oh, guck mal, was ist das denn hier? Alter, ein ganzes Saftregal. Mal mit. Schönes Harzer Regal ist das. Schöne Harzer. Aber guck mal, wenn da jemand Saft lagert, kann ja keine Maschine sein. Vielleicht lieben Maschinensaft. Guck mal, hier ein Scanner. Ja, oder musst Scanner, du irgendwie die Hand abhacken. Der ist neu, da muss ich irgendjemanden... Oh, hier, ich habe eine Akte gefunden. Hier, nach erfolgreicher Miniaturisierung eines einzelnen komplexen elektronischen Geräts, Test 444, wird Test 45 versuchen, eine volle Kiste der Geräte zu verkleinern. Nach der Vergrößerung werden die Testobjekte inspiziert und geprüft, um ihre ordnungsgemäße Funktionalität sicherzustellen. Ergebnis? Versagen. Die Miniaturisierung ist erfolgreich, aber eine Vergrößerung in einer weiteren Test in der Zeit nicht möglich. Das Testobjekt wurde von einer neugierigen Honigbiene beschlagnahmt. Rückerstattung unwahrscheinlich. Kiste zerstört. Miniatur SCA.BS stecken sicherlich in jedem Winkel des Gartens. Also Dr. Wendell Tooley hat ja ganz schön abgeschmut. Ja, und wir müssen Burgel. Hilf mal Burgel hoch. Oh, wo stimmt's denn nicht? Hier, Burgel! Burgel. Ja, hallo, der hat Mustache. Bunten Regenbogenbart. Also, der ist seriös. Der gute Burgel. Was soll ich bauen? Offenes Zelt? Baupläne platzieren. Achso, wir müssen hoch und das ist unabhängig, glaube ich, von der Sache hier. Konnten wir bei dem nicht auch irgendwas kaufen? Der gibt uns Missionen, ja. The Yard! A recent power surge has caused a massive raw science containment explosion. This lab, as you can see, is a disaster. And what's worse, the explosion has disrupted my computing power. My memory banks are corrupted. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How can I be of service? It seems you and I are both a little discombobulated. Given my best calculations, your biomass has been subject to covalent spacing reduction via interatomic energy extraction. In other words, you have been shrunk. It is likely this was achieved using Dr. Wendell Tully's spacer platform, patent pending. Shrinking can be a traumatic experience for tiny human brains, and memory loss is a known side effect. Hopefully your memory will return in time. You are here, in the Oak Lab. Built and used by Dr. Wendell Tully to experiment on all things small. This is the base of operations for conducting experiments in his yard. Wir hatten nur noch dieses Heckenlabor, wo es gar nicht weiterging, wo auch irgendwie zu war. Kann ich noch mal erinnern? Ja. Dr. Tully is a brilliant scientist and inventor. He is also my creator. Ja, deswegen sagt er das auch. Was to serve as the short order cook of the future. However, I have been recently promoted to acting science manager to assist with his experiments. No doubt my previous work experience has been invaluable to Dr. Tully. Although, now that I am processing it, I have not seen him for several weeks. And now I cannot recall where he went. It must be my corrupted memory banks. To return to your prior size, you would need to successfully activate Dr. Tully's spacer platform. Unfortunately, my readings indicate it is inoperable. It appears to have suffered several malfunctions from the explosion. I am sorry, but it appears you may be stranded here for some time until we find a solution. Haha! That is a great idea! Let me run a full diagnostic scan on it and see what we need to do to get it fixed up. Processing! Processing! Right, huh? Result, code 408B3000. Prominent OS script runtime error. Arg! I am sorry again. It appears I have sustained more damage to my memory chips than expected. Without those memories, I do not know how to repair the spacer. Dr. Tully used two types of chips to back up my memory. Ja, aber das hatten wir noch nicht, oder?
Weiß nicht genau. Wir sind ja auch durch dieses Wasser getaucht irgendwann und so voll tief. Superchips are special and they are gold. They back up full directories of my memory system. If we are going to fix the spacer, that data is bound to be on a superchip. I suggest exploring the other labs in the backyard. Return with any memory chips you find. Dr. Tully has built many more labs throughout the yard. Mann, der redet echt viel. Ja. Yeah. This lab is used for various experimental procedures. I can upload their locations to your scabby. Stand processing. Processing. Error. Files not found. Code 632C404. Cheese and fries. The lab locations are missing from my memory banks too. Käse und Pommes. But we are in luck. I was able to retrieve the location of one of the facilities, the Hedge Lab. Na, da waren wir nie drin. The Hedge Lab is the observation center of the yard and used for research on arachnid webbing. You will find the hedge near the house if you head southeast. The lab is located deep inside the hedge, sending the coordinates to your scabby. Try to find the Hedge Lab first, but there is nothing stopping you from searching the yard for the other labs. Except, of course, thousands of angry, hungry insects. That reminds me. Dr. Tully locks the important labs with biometric scanners. You will need access for any chance of success. Head over to the ASL terminal and place your hand on the biometric scanner near it. Give it a moment to sync your signature into the mainframe. Once you are registered, you will be granted access to the ASL network of computers, too. ASL grants access to daily work items, nay, tasks, nay, quests, yes, quests. I will reward you raw science for each completed quest. In my science shop, you can trade raw science back for survival recipes from experiments that Wendell conducted when he was first exploring the yard. Log on to the ASL terminal over there and see what is available. Unless you have any other questions, you really should get started finding those chips. And try not to die out there. Have an exponentially great day. Boah, das war ein Burgel. Menge Burgel. Geht Burgel hin. So, jetzt machen wir uns hier noch eine Hand und dann können wir speichern. Ne, müssen wir uns so ein... Da muss man halten. Was muss man halten? Ja, hier, man muss so einen Scanner machen. So, jetzt kann ich auch so Türen öffnen. Ah. Burgel föhnt hier seine Chips gerade. Hier ist der Wissenschaftsladen. Ah, da kannst du Sachen kaufen. Schmiede zum Beispiel. Kochen für Anfänger. Okay, da brauchst du aber richtig Caches. Ja, ja, was gut, geht klar. Da noch? Verfügbar. Ach, hier sind die Quests. Dafür bekommst du dann Burgel-Cash. Burgel-Cash. Da kannst du dann ein paar Burgeltaler holen. Oh, guck mal, hier sind auch noch so Super-Cracker. Mull. Noch mal ein bisschen Zeug. Wo bist du? Neben dir. Achso. Warte mal, kann ich jetzt alles öffnen? Oder warte mal, hier kann ich jetzt drauf? Ah, du müsstest jetzt auch alles öffnen können, ne? Ja. Ah, da war doch noch eine Tür, wo wir nicht rein konnten. Geht die jetzt? Ja. Und... Affen! Ach, guck mal, hier gibt's doch so einen Wissenschaftsklumpen. Alter, 500 pure Wissenschaft. This morning I installed the borrowed lab module. Liegt ein Zahn. Another one of my forgotten inventions from the early days. I had such grand notions back then. Wir können abarbeiten. Hat bestimmt eine Goldfüllung. Schmelz. But no, Wendell, we can't possibly put hydrochloric acid into the hands of children. The lawyers will never agree. Ja, ja, aber das bei Kreis Industries ist alles möglich. Da kriegen wir einen Weg, das geht schon. Has been using my toy pieces in this way. I digress. The lab network is now up and running in the backyard. I'm planning to dedicate each one of them to a different function. Main power will run through here. The oak lab is the center of operations for the backyard. The second lab is nestled into the hedge. Such wonderful views from up there. Side note, I'm worried that Ominent's shoddy manufacturing of the lab pieces will cause them to fall apart over time, but they will do for now. Würde ich sagen, machen wir jetzt hier unser Bett hin, ne? Ja. Hast du dafür alles?
Warte mal, was hat er gesagt mit B, ne? Kleeblätter brauchen wir noch, aber ich könnte schon mal die Blaupause. Da, mach mal eine hin. Mach mal eine hin. Platzieren. Hinten ist ja direkt Klee. Und dann speichern wir das Ding. Und dann sehen wir uns wohl wieder in der nächsten Folge Kreis Industry The Adventure. Kreis Industry The Adventure. Ja, also wenn da nicht Industrieverhalten dahinter steckt. Weiß ich aber auch nicht. So, wie geht das hier? Benutzen. Schlafen. Kannst du auch schlafen? Ja. So, und Respawn Point noch setzen. Oh. Das hier ein Dinge. Ah, cool, mit so Schlafdings. Ja, wieder her. Was? Respawn Punkt setzen mit R. R. Also, ja, drauf erst auswählen und dann. Jetzt ist die Axt da drauf. Nee, ich hab sie. Erst E und dann R. Ach so, E und dann R. Ah. Gut, Friends, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann werden wir Kreis Industry endlich zu Fall bringen. Die Schweine müssen endlich. Was macht der denn hier? Ja, der will ans Essen. Der geht ans. Nimm das Essen schnell, ich nehm's schnell weg. Alter, was für ein Gauner. Ja, tschüss. Arsch. Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.